ein Dämon verstecken. Jo, Freunde, wir sind hier back am Start mit Teil 2. Wir erkunden immer noch dieses Kurhaus. Mal schauen, wo wir jetzt hinkommen. Hier ist auf jeden Fall eine Treppe. War die schon da oben, Nägel? Hier sind so viele Ecken. Hier ist ein Keller. Hier ist ein Keller. Wir gehen einfach mal hier runter. Das ganze Schrank umgefallen. Digga, lass mich hier nachts kommen, besser nicht mehr. Okay, ich sehe gar nichts hier, Leute. Guck mal. Ne, iPhone halt, scheiße. Ey, dann ist das doch überall diese Flyer, was? Ne? Kühlschrank. Geht doch. Steckt ja seinen Kopf hier in den Kühlschrank. Nur Regenschirm hier. Oh, machst du ein Bild von dem Schrank? Was gibt's hier? Guck mal nach rechts. Guck mal, 98 ist das. Guck mal, komm. Fabi, ich weiß nicht, komm, alles neu gekommen. Entschuldigung, wenn die Qualität nicht so gut ist. Das liegt, weil es hier sehr dunkel ist und man fast nichts sieht. Hier auf jeden Fall Müll, eine Menge Müll wie immer. Der Aufdruck. Zu Ende. Zurück geht's. Alle Galunkrebs sind gegen den Schimmel. Der kommt richtig stark an. Waren wir? Treppe? Alter, wenn Dennis. Ich bin gerade zu dicker. Alter, da in der Flur liegt so ein Kinderspielzeug. Übel creepy, Mann. Ist so immer wie in so Horrorfilmen. Alles zerstört. Hier, da ist so ein Schrank, den wir in dem anderen Keller gefunden haben. Da oben. Ah, hallo? Ah, ja. Wir hatten so einen Weinkeller, war das. Alter, was geht hier? Ein Partyraum im Keller. Ich steck doch so von mir, wenn ich Strom hat. Der Keller ist alles dabei. Was ist dabei? Nee, ist überhaupt nicht. Ich sag's euch, Freunde, richtig krass hier. In diesem verlassenen Kurhaus. Alter, das sieht zu creepy aus. Alter. Ich mach mal alle GPS an, wenn du uns gerade suchst. Wir wollen einen ganz enger Gang, durch den wir jetzt gehen. Hier ist der Heizungskeller. Ich wette, da ist noch Benzin, Diesel drin. Ne? Sehr geehrter Dieb, wir vom MC Käfisch denken, dass Sie sich nicht im Klaren sind, wen Sie hier beklauen. Auf Diebstahl an einem Motorradclub steht die Prügelstrafe. Sollten wir Sie ehemals bei der Demontage unseres Wasseranschlusses ertappen, wird diese auch zur Anwendung kommen. Mit freundlichen Grüßen. Guck mal, weißt du, wie lange das hier stehen muss, damit das durch Feuchtigkeits-Dings rostet, ne? Naja. Guck dich mal an. Wir sind so Rostikessel, ne? Hol mal mit, eigentlich für zu Hause. Umlackieren auf schwarz. Hätte ich das mal umkippen, Diesel austanken. Ey, okay, komm. Ich glaube, aber nicht mehr ist, aber das ist alles, Alter. Doch, ich bin nicht drin, ne? Locker. Das komm, wir gehen mal zurück, ey. Mal wieder hinten schon. Alter, 100 Gänge, Mann. Das geht, ne? Kostet ja nichts. Egal. Und überall so riesen Kühlschränke, ne? Ach ja. Hier ist Licht, Leute. Ein Fenster.
ist auch so Heizkiste, ne? Guck mal, die Kiste ist ganz in Bayern. Sag ich schon, hat einer im ganzen Haus verteilt diese Flyer. Scheißdreck. Wer denn sollte für so eine Pizzeria austeilen? Okay, gut, bitte. Kommt, ihr hilft mich hier. Wir gehen wieder die Treppe hoch, wo wir eben raus herkamen. Ja, ja, wie normal. Wie viele? Wo geht's hier lang, Mann? Ich würde sagen, gehen wir jetzt mal hoch. So, liebe Freunde, nun gehen wir mal diese Steintreppe hoch. Mal schauen, wo wir hier hingelangen. Es winkt zwar ein bisschen hell, Mann. Schaut euch das an, ein riesiges Haus. Wenigstens mal Licht hier, Mann. Ihr kennt auch mal was. Naja, Fabi, das ist hier das. Wenn du ganz gerade aus bist, der letzte Raum ist hier. Wieder ein enger Gang. Mal schauen, was noch hier hinten so ist. Die ganze Wand eingerissen. Was sind da hinten? Hä? Wo kann die Decke einstürzen? Sowas ist immer gefährlich, Freunde, bei solchen Besuchen von verlassenen Orten. Die Decke kann einbrechen. Aber YOLO! Wir hoffen es mal nicht und gehen weiter. Licht kann man ausmachen, oder? Ja. Das ist Lego drin, das sehe ich gerade. Guck mal, über Lego drin. Ey, war bestimmt früher für so Essen, konnte man hier drauf drücken. Erster Stock, zweiter Stock, Erdgeschoss, Keller. Ein Essenswaggon. Was machst du? Ah, hier war der Haupteingang. Hier ist auch noch eine Holztreppe, die werden wir später mal hochgehen. Jetzt gehen wir mal nach links. Wenn wir im Empfangshalle sind, nach links. Leute, hier ist mal wieder stockdunkel. Hier sieht man gar nichts. Kommt der Boden weg. Der Boden. Wie kommt die ganze Glas hier raus? Ja, sag ich ja auch mal, der Müll, Mann. Woher kommt der? Der kommt runter. Was ist denn das? Der steht Fahrstuhl. Ach, der Fahrstuhl steht nach oben. Ja. Der Fahrstuhltür. Geh mal zur Seite. Sag mal, ich will auch mal sehen. Alter. Ja, steig mal dieses Kabel durch, komm ganz Aufzug runter. Ne? Hier war mal der Aufzug. Alter. Dieses Kabel durch, ganz Aufzug runter. Das ist so ein kleines Kabel, Alter. Ich habe auch noch nicht die Dusche. Erkennt man nicht so gut. Oh, Leute, gehen wir weiter. Was gibt's hier? Toilette voll gekackt. Ehrlich jetzt? Keine Ahnung, was ist das? Was ist das? Schnell raus hier.
Ah ja. Sag's euch, so groß dieses Kuhhaus, einfach hunderte Gänge und 100 verschiedene Türen. Alter Scheiße. Hier ist eine kleine Treppe. Oho. Lass mir jetzt die Hauptholztreppe da hochgehen, ey. April 2001.